Und da sind wir zurück in der Spacetech Arena in Friedrichshafen. Ihr seht gerade noch die letzten Bilder des Einlaufens. Ah, ja, der Aufschlag. Perfekte Annahme. Und Tim Peter an die Blockfinger. Ja, ja, ja. Mal gucken, ob wir es im Replay erkennen können. Und Till, sehr erfahrener Schiedsrichter, pfeift doch international. Ja. Ah, da sieht man, die Finger sind dran. Was sieht ich? Und sagt dann, da brauchst du eigentlich eine bessere Absprache. Mal gucken, ob es Berlin gelingt. Ja, Savonsalmi wieder mit einem ordentlichen Aufschlag. Annahme. Okay, und den löst er im dritten Anlauf, aber ist okay. Gute Serie. Ja, auch hier ein gutes Brett. Ja, vorne halt auch oben an die Finger. Karl direkt. Au! Aber da haben sie jetzt auch Mote mit vielen Aufschlägen im ersten Satz. Berühmt, aber Fornal war noch in der Rückwärtsbewegung, steht nicht beim Touch. Uiuiui. Rubenschott ganz schön nah an der Linie beim Aufschlag, aber der Block unnachahmlich. Gesteigert, aber hier muss ihm klar sein. Brutaler Block. Ansonsten, die Zahlen sind so hoch im Angriff. Ja. Oh, schön. Perfekt, Markus Böhme. Ne? Das sieht einfach aus, muss man auch mal sagen. Das ist wirklich schwierig. Ich habe den einen Kontakt im Bagger. Taktischer Aufschlag wieder auf Krieg. Ah, schade. Blockende nicht sauber da. Und dann geht es vom Block ins Aus. 23 zu 19. Annahme steht. Supi bei Läufer 1 wird abgekocht von Cody Kessel. Und der hat die nächste Abwehr. Und jetzt geht es über Schottula. Der legt schöne Abwehr. Oh, ei. Wildes Zuspiel. Wild, ja, wird's wild, ja. Und da steht die Häfler-Abwehr noch nicht perfekt. Langer Ballwechsel. Tim Peter ordentlicher Pumpen und Berlin führt 2 zu 0. Solide, machen immer weiter Druck im Aufschlag. Ja, aber das gibt euch die Möglichkeit schon mal vielleicht über den. Oh. Vielleicht habe ich gerade zu früh angefangen, das abzumoderieren, aber geht und deutlich Richtung MVP durchklickt, dann könnt ihr Richtung Spielende. Taktische Anweisung an die Abwehrspieler. Wahnsinn. Und dann geht er auch noch hoch. So, jetzt danke bei Situation für VfB und die, wo sollen sie perfekt spielen? Einer Blocksituation, nächste Abwehr von Schottel. Sato hat den nächsten Ball. Unglaublich. Noch eine Chance, nochmal super Lack und diesmal gewinnt er das Duell der Pole gegen den Japaner. Stehen zu bleiben. Ja, guter aber Aufschlag. Guter Aufschlag. Ja, guter Aufschlag. Und dann geht es wieder durch die Mitte. Nochmal ein guter Aufschlag. Oh. Marek Schottula, völlig kompromisslos. Möchte ich nicht beeinflussen. Viel Spaß beim Wählen. Volleyball-Bundesliga.de. Karl zum Matchball. Pekovic hält die Annahme noch und Superlack versucht es nochmal. Und dann ist es Timothy Karl, der dieses Spiel beendet und Markus Steuerwald sollte Recht behalten.